Moin alle zusammen, ich zeige euch heute meinen Tischkranz, den ich aus ganz einfachen Dingen gefertigt habe. Dies ist jetzt ein Büschel Heu von einer Wiese, dort wurde geheut, in der Ecke ist noch etwas liegen geblieben. Wenn man jetzt keine Heuwiese hat, kann man einfach die am Straßenrand wachsen, die langen Grashalme, kann man sich was abschneiden und dann hat man auch diese Grundlage. Ich habe jetzt hier Handschuhe an und ziehe da noch ein bisschen raus, da sind ein paar Disteln dazwischen, das piekt, das ist jetzt nicht so meins. Aber wenn ich ihn jetzt gleich gefertigt habe, also die Grundlage, dann kann man da ganz vernünftig weiter mitarbeiten. Ich lege die beiden Enden übereinander und nehme dann meinen Wickeldraht, um dort den Anfang zu machen. Das sieht jetzt etwas wild aus, aber es wird ein Kranz. Man muss da keine Angst vor haben. Einfach machen. So ist es bei mir auch immer gewesen. So Learning by Doing. Probieren. Man kann ja nichts falsch machen. Wenn ich das verzwirbelt habe, wickle ich immer so gegen den Uhrzeigersinn. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass es wo richtiger sein soll. Ob das so ist, weiß ich nicht. Letztendlich soll es ja nur ein Kranz werden und jeder soll es so machen, wie es für ihn am besten geht. Wenn ich jetzt den Kranz so im Groben fertig habe, schaue ich, wo noch so eine Stelle ist. Manchmal ist er an einer Stelle ein bisschen dünner und an dieser dünneren Stelle, falls es der Fall ist, lege ich einfach noch wieder ein Büschel drüber. Eine Handvoll und wickel da auch noch mal drüber, so bis ich zu einem Zeitpunkt denke, das ist jetzt überall einigermaßen gleichmäßig. Und das ist dann so mein Grundkranz, den man auch für viele andere Sachen benutzen kann. Die überstehenden Halme werden noch mit der Schere eben abgeschnibbelt und jetzt suche ich mir weiteres Material zusammen. Da habe ich einmal Mohnkapseln, dann habe ich Lavendel. Das ist jetzt, hier sind immer so 4, 5 Zweige, dann die Mohnkapseln, dann habe ich hier Stratize, da kann man auch, das ist so Strandflieder. Und dann habe ich noch aus meinem Garten Rosmarin. Diese 4 Elemente kommen jetzt oben auf den Kranz, sie werden nur oben drauf gebunden. Und einmal natürlich im Kreis. Also ich fange an mit dem Lavendel, der hat vorne so ganz lange Blüten, das ist gut, weil die kann man nachher hochklappen, um dann ein schönes Ende zu finden. Obendrauf, wie gesagt, binde ich nur jetzt als nächstes die Kapseln vom Mohn, also die ausgeblühten Mohnblumen. Die kann man jetzt entweder als Büschel legen oder so ein bisschen hintereinander. Es geht ja darum, dass man den Draht, der da gebunden wurde, den Bindedraht überdeckt. Also nehme ich jetzt, wie gesagt, das Büschel und überdecke es. Und so geht es weiter. Dann kommt die Stratize und zum Schluss nehme ich das Rosmarin und so geht es dann einmal im Kreis drumherum. All diese Dinge trocknen total super ein und halten oft auch noch ganz lange die Farbe. Und das Schöne dabei ist, dass man ihn als Hängekranz benutzen kann, als Türkranz. Ich benutze ihn als Tischkranz und zeige euch noch, wie es dann damit weitergeht. Am Ende des Kranzes hebe ich ganz vorsichtig die Lavendelblüten hoch und schneide die letzten Elemente, die ich dann jetzt darunter binde, möglichst kurz. Und dann kommt die Lavendelblüte wieder über das zuletzt gebundene. Ich drehe den Kranz und verzwirbel hinten dann den Draht, sodass der Draht sich nicht löst. Das ist so, wie gesagt, da die letzte Aktion. Jetzt ist der Kranz fertig und wie ihr seht, ist es ein relativ schmaler Kranz. Ich habe jetzt hier einen alten Behälter. Mein Kranz ist recht rund, aber damit der richtig gut rund wird, stülpe ich ihn über diesen Behälter. Man kann das auch über einen Pflanztopf machen. Meistens ist es immer so ganz gut, wenn die konisch sind, aber ich hatte diesen jetzt gerade. Den lasse ich jetzt mal eben hier ein bisschen stehen. In der Zeit räume ich auf und suche meine anderen Sachen zusammen. Da habe ich jetzt meine Lieblingsschale und der Kranz ist jetzt auch schon rund. Wenn man ihn über Nacht stehen lässt, wird er perfekt rund. Aber wie ihr seht, das geht ratzifatzi, weil durch den Draht biegt es sich natürlich auch ganz wunderbar hin und her. Ich habe dann jetzt hier einen Strohrömer, weil da oben soll jetzt dieser Kranz drauf kommen. Der ist schon uralt. Den habe ich mal gefertigt, also im letzten Jahr. Ich zeige euch das jetzt mal an einem anderen Beispiel, wie ich ihn gemacht habe. Hier habe ich jetzt so einen einfachen Heukranz gebunden. Und dann nimmt man einfach frische Gräser, biegt sie zu einer Schleife und legt diese Schleife auf den Kranz und bindet es dann fest. Und so legt man dann Schleife über Schleife und dadurch entsteht dann in diesem Fall dieser frische Kranz. Wenn man ihn draußen hängen lässt, wird er so wie heufarben. Also wie gesagt, der andere ist schon ein Jahr alt.
Wenn man ihn drinnen im Dunkeln trocknen lässt, dann behält er auch so einen grünlichen Schimmer. Dann sieht es immer nachher noch ein bisschen, ja, so ein kleiner Farbton ist dann auf jeden Fall noch drin. Und diesen hier, wie gesagt, der ist jetzt frisch, den kann man auch für viele Dinge benutzen. Ich wollte das einfach nur noch mal zeigen, wie ich ihn gemacht habe. Auch hier schnibbel ich die überstehenden Gräser ab, da von den Schlaufen. Und das ist jetzt, wie gesagt, das gleiche Modell, nur in etwas größer. Und es ist ein Jahr alt und getrocknet. In die Mitte soll ein Windlicht. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Erst hatte ich so ein Harztöpfchen, aber das ist zu riskant mit der offenen Flamme, dass das anfängt zu brennen mit dem Heu. Also das geht nicht. Es muss in dem Fall ein geschlossenes sein, mit Glas ein Licht. Oder mit einer elektrischen Kerze, das würde auch noch gehen, wie bei dieser hier. Aber da ich vielleicht eine normale Kerze nehme, müsste ich ja so einen Glasschutz haben. Da gucke ich jetzt einfach nach den Farben. Ich finde diese Farbkombi ganz gut, die passt ganz hübsch zu den Blüten. Das gefällt mir auch super gut. Und so ist es dann entstanden. Ich habe oben noch diesen Silberring abgenommen und schwuppdiwupp ist dieses meine Naturdeko für draußen und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und sage bis bald und tschüss.